Sunmaker. Mach dein Spiel. Auf Sunmaker, deinem Wettportal. Hol dir die besten Angebote zum Start. Auf Desktop, Tablet und Smartphone. Einfach und bequem. Spiel auswählen, Tipp abgeben, Wette platzieren. Deine Nummer 1. Made in Germany. Sunmaker, dein Wettportal. Jetzt wetten mit Sunmaker. VfL-Fans, herzlich willkommen zur VfL-TV-News-Sendung vor dem Brückentag gegen den Karlsruher SC. Wir, und damit meine ich meine Wenigkeit und meine charmante Moderationspartnerin Svenja Gnieder, sind wieder an der Illustrio heute beim Mittwoch-Mittagstraining. Ja, Svenja, und bevor wir natürlich in das Spiel gegen Karlsruhe einsteigen, an dich einmal die Frage, denn du warst in Pauli vor Ort. 1-0 Auswärtssieg in letzter Sekunde durch den neuen VfL-Goalgetter David Blacher. Er stand da, wo ein Stürmer stehen muss, beim Abpraller am Pfosten und schiebt den Ball über die Linie zum viel umjubelten 1-0 Auswärtserfolg. Glücklich, dreckig, ja, die ganze Beurteilung überlasse ich jetzt mal dir. Wie hast du das Spiel gesehen in Hamburg? Ja, vielen Dank und erstmal natürlich auch ein herzliches Hallo von meiner Seite an alle Zuschauer gerade. Ja, dreckig, glücklich, so richtig einig bin ich mir da gerade auch noch nicht. Also ich fand, es sah ja lange nach einfach einem klassischen 0-0 aus, ne? Also wir hatten echt Schwierigkeiten, finde ich, in der ersten Halbzeit. Pauli hat es ganz gut gemacht, hat viel Ballbesitz gehabt. In der zweiten Halbzeit, fand ich, hatten wir ein bisschen besseren Zugriff zum Spiel. Ob schon Pauli natürlich die großen Chancen dann hatte, auch in Führung zu gehen. Sie waren halt am Ende vorne nicht gefährlich genug, um das auch zu verwerten. Unser Glück. Und dann diese tolle Aktion dann vor dem 1-0, was natürlich am Ende total glücklich und auch ganz dreckig war. Ich stimme dir dazu, also glücklich und dreckig, würde ich jetzt mal so sagen. David Blacher, ein klassischer, ja, ich habe schon gesagt, vorm Spiel, vor der Aufzeichnung, Luca Toni-Manier steht er da und verwertet ihn als Joker-Tor. Aber auch, glaube ich, müssen wir sagen, das tolle Solo vor dem Tor von Guganik, der auch seinen Job, finde ich, im Mittelfeld sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, das waren alles Faktoren, die dazu geholfen haben. Und einfach wichtig, finde ich, auch nach dem Spiel jetzt zu sagen, okay, diese Niederlage gegen Nürnberg, die echt schmerzhaft war, so abzustreifen. Ne? Ich glaube, da gehst du halt einfach ganz anders in so eine Trainingswoche. Und ja, ich kann sagen, wir haben auf der Rückfahrt auch ein bisschen gefeiert. Das machen wir ja nicht so häufig, weil wir ja echt auswärts auch viel unentschieden spielen. Aber dieser Sieg, Mann ey, der tat richtig gut, muss ich echt sagen. Echt richtig schön. Ja, und abgesehen, natürlich war es dreckig und wichtig war natürlich, wie du schon sagst, die Punkte halt auch vor allem halt eben einzusammeln. Ne? 16 Punkte nach 9 Spieltagen, das sieht jetzt in der Tabelle wirklich gut aus für den VfL. Aktuell Platz 4. Nein, 5 sind wir mittlerweile, genau. Auf 5 sind wir mittlerweile richtig runtergerutscht, ja auch durch die Erfolge der Konkurrenten, aber weiterhin in Schlagdistanz. Führender jetzt der zweiten Bundesliga, Greuther führt und der VfL, wie gesagt, auf Platz 5 noch weiter in Schlagdistanz. Wir haben natürlich jetzt einmal nach dem Spiel gegen Pauli auch nochmal das Tor von David Blacher für euch und zwei kurze Interviewstimmen von David Blacher und Maurice Trapp, die sich schon wieder so ein bisschen Richtung Karlsruhe richten. Schaut uns mal an, das Tor und die Stimmen.
Bei VfL TV jetzt vor der Kamera der Torschütze zum 1:0 Auswärtssieg auf St. Pauli, David Blacher. David, wie ist so eine Trainingswoche nach so einem Auswärtssieg in Vorbereitung auf Karlsruhe? Ja, klingt ein bisschen abgedroschen, aber relativ normal. Also wir sind ganz normal unter der Woche eingestiegen, weil die Plätze gefroren waren. Aber seitdem bereiten wir uns vernünftig auf den Gegner vor und versuchen dann natürlich am Samstag wieder vernünftig zu Hause abzuliefern. Geht ja auch so ein bisschen um das Thema Heimbilanz vielleicht. Die Auswärtsbilanz ist ja momentan noch erfolgreicher bei euch. 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage zu Hause. Jetzt kommt Karlsruhe. Was glaubst du, ist wichtig in dem Spiel am Samstag? Worauf müsst ihr Wert legen? Ja, dass wir uns auf die Dinge besinnen, die wir jetzt in Pauli ein bisschen wiedergefunden haben, dass wir auf jeden Fall versuchen, die Null hinten zu halten. Vorne sieht man ja, sind wir irgendwie auch immer wieder für ein Tor gut. Ich glaube, das ist das, was uns jetzt auf jeden Fall, seitdem ich hier bin, begleitet. Und daran sollten wir festhalten. Darüber hinaus an der Bremer Brücke, auch wenn es wieder leider ohne Zuschauer stattfinden wird, können wir selbstbewusst an die Sache rangehen. Wie wichtig ist es dann, dass vielleicht der Stürmer mit Christian Santos wieder zurück in die Mannschaft kommt? Ist es vielleicht das, was euch in den letzten Spielen auch so ein bisschen gefehlt hat? Du hast gesagt, ihr habt zwar getroffen, aber letztendlich auch am Ende jetzt in Pauli war es ein bisschen glücklich. Du standest ja genau richtig. Ja, ich glaube, dass uns jeder Spieler irgendwo auch gut tut. Christian hat vorher gut abgeliefert, hat getroffen. Jetzt fällt uns natürlich Etti auch noch weg mit seiner Gelbsperre. Dann ist es vielleicht, wie du sagst, ganz wichtig, dass dann nochmal ein Stürmer wieder zurückkehrt. Von daher, also jeder, der gesund ist, hilft uns hier weiter und das gilt natürlich auch für Christian. Maurice Trapp, der Kapitän jetzt am Mikro bei VfL TV. Maurice, ich habe es David Blacher eben auch gefragt. Wie ist die Trainingswoche nach so einem dreckigen, vielleicht auch ein bisschen glücklichen Auswärtssieg auf St. Pauli gelaufen bisher? Ja, bisher ganz gut, aber ich glaube, die ganze Woche wird nicht beeinflusst davon. Die ersten Tage danach, so die ersten 1-2 Tage sind gut, man ist gut drauf, die Jungs haben Spaß. Aber jetzt ist eigentlich schon abgehakt, wir konzentrieren uns auf den KSC. Ja, du hast es schon angedeutet. Vielen Dank, Maurice. Mit dem KSC kommt ja jetzt eine Mannschaft an die Bremer Brücke, die so ein bisschen so einen ähnlichen Saisonstart hatte wie ihr. Sehr, sehr überraschend gut. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ja, ich glaube, es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften kommen, glaube ich, auch über die Mentalität. Wird ein kampfbetontes Spiel. Könnte sein, dass nicht sehr viele Torchancen entstehen, aber wir versuchen natürlich KST zu bespielen, vor allem auch zu Hause spielen, versuchen wahrscheinlich wieder in die Halbräume reinzukommen. Zwischen den Linien mit Kombinationsspiel Karlsruhe zu brechen, weil die defensiv immer sehr gut stehen. Wir haben sehr viel Erfahrung und hoffen, dass wir viele Torchancen unterspielen können und auch in Führung gehen können. Wie wichtig kann es dann sein, dass ihr eure Waffe mit den Standards, wie ihr vielleicht habt, und dass so ein Stoßstürmer wie Christian Santos vielleicht wieder zurückkommt in die Mannschaft? Wie wichtig ist das dann vielleicht? Ja, letztendlich ist es egal, wer zurückkehrt. Natürlich tut uns Christian gut, hat Tore geschossen, hoffentlich ist er wieder dabei, also trainiert mit, deswegen gehe ich davon aus, dass er fit ist. Und Standards sind jetzt schon unsere Waffe schon, ja? Okay. Man kann jederzeit was über Standards machen. Es ist wichtig, da fallen viele Tore, ersten Ball oder zweiten Ball, deswegen hoffen wir, dass es am Wochenende wieder klappt. Jetzt geht's um die Wurst. Gute Unterhaltung wünscht die Firma Giersch. Giersch, dein Grill will Qualität. Die Osnabrücker Werkstätten. 2250 beschäftigte Mitarbeitende. 420 Fachkräfte. 13 Standorte in Stadt und Landkreis Osnabrück. 58.647 Quadratmeter Produktionsfläche. Arbeit inklusiv. Ja zu Inklusion. Maurice Trapp sagt es zu Recht, es wird ein schwieriger Gegner. Karlsruhe natürlich auch als die Überraschungsmannschaft neben vielleicht unserer Mannschaft in die Saison gestartet. Er hat ja schon so ein bisschen gesagt, worauf es ankommt, wenn wir auch aufs letzte Jahr nochmal gucken. Dieser 3:0 Heimsieg, der uns natürlich in guter Erinnerung ist. Und dann dieses sehr dreckige 1:1 durch das Tor in der Nachspielzeit. Aber was wir konstatieren können, René, es war immer unangenehm, gegen die Karlsruhe zu spielen, weil es einfach eine in Anführungsstrichen unangenehme Truppe ist. Oder wie siehst du es?
Ja, also abgesehen von einer gewissen Rivalität, die sich natürlich auch mit dem Karlsruher SC entwickelt hat über die Spiele in der dritten Liga und jetzt auch in der zweiten Liga, ist es definitiv ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner. Sie spielen mit allen Haken und Ösen, da wird dann auch vielleicht ein Foul, was eigentlich ein Allerwelts-Foul war, vielleicht auch mal ein bisschen härter, aber wir wollen uns jetzt nicht auf die härter gefeiert oder härter angezeigt, als es dann vielleicht war, aber gut, darauf wollen wir uns halt eben nicht einlassen. Wir wollen natürlich unser Spiel durchdrücken in diesem Spiel und dass es natürlich in einem Heimspiel gegen einen Mitaufsteiger natürlich der Willen da ist, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, das ist natürlich klar. Wir wollen den Heimsieg und wir wollen auf jeden Fall die 3 Punkte gegen den KSC. Wir schauen jetzt dann einmal auf die Spieltagspressekonferenz mit Marco Grote und eben mit David Blacher. Und die zwei wichtigsten Aussagen aus der Spieltagspressekonferenz, die seht ihr jetzt. Ja, so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Hat recht viele Siege zuletzt eingefahren. Dementsprechend in guter Verfassung. Enge, intensive Spiele sind, glaube ich, in dieser Liga immer zu erwarten. Da erzähle ich nichts Neues. Den Weg, den der KSC verfolgt, der ist recht schnörkellos, so würde ich es mal umschreiben. Das geht recht zügig geradeaus nach vorne mit guten Spielern im Offensivbereich, Zielzentrumsspieler, rücken sehr gut nach, schalten also sehr gut um. Und ja, von daher ist das sicherlich eine sehr reizvolle Aufgabe, die uns da am Samstag wieder begegnet, wo es wieder ein bisschen anders ist, weil sie wieder inhaltlich ein bisschen auch was anderes anbieten als andere, wo wir uns darauf einstellen müssen, wo wir trotzdem unseren Part dazu beitragen wollen, dass es einerseits ein gutes Spiel wird und andererseits aber vor allen Dingen auch ein erfolgreiches Spiel, was, denke ich, durchaus unser Anspruch sein kann und auch im Bereich des Möglichen ist. Ja, ich muss den einen oder anderen Spaß über mich ergehen lassen, weil ja, das ein Tor war, das auch in der letzten Saison so ein bisschen sich gespiegelt hat zu denen, die ich vorher erzielt habe. Aber grundsätzlich hatten wir das ja auch schon im Gespräch gestern, vorgestern. Am allerwichtigsten war es für uns als Mannschaft. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt in der 85. Minute konnten wir vielleicht sogar mit dem Punkt ganz gut leben. Und die 3 Punkte tun dann in so einem Moment natürlich noch viel, viel besser. Wir haben jetzt 16 Punkte auf dem Konto. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Natürlich ist es für einen persönlich immer ein sehr schöner Moment, in einem Zweitligaspiel zu treffen. Sollte man aber in dem Moment nicht überbewerten. Ich glaube, dass 3 Punkte auf St. Pauli am Millerntor da deutlich wertvoller sind. So, das Training hinter uns nimmt so langsam richtig Fahrt auf und wir kommen natürlich zum Schluss. Wollen euch nicht zu lange auf die Folter spannen vor dem Brückentag gegen den Karlsruher SC. Natürlich gibt's hinten raus immer noch den Merch-Tipp von uns und wir sind heute so ein bisschen partnermäßig unterwegs. Unabgesprochen übrigens. Ja, den VfL 1899 College-Pulli, den es weiterhin, finde ich, ein fantastisches Teil, für 49,99 bei uns in den Fanshops und im Onlineshop und natürlich auch im VfL-Store bei Amazon gibt. Und Svenja hat heute, weil die Witterung es hergibt, einfach nochmal die kuschelweichen Fließhandschuhe übergezogen. 14,99 gibt es dieses einmalige Winterutensil, das jeder für sich als VfL-Fan natürlich zu Hause liegen haben sollte. Ihr merkt, ich übertreibe ein bisschen, aber es sind schöne Teile. Gibt es natürlich auch, wie gesagt, in allen entsprechenden Verkaufsstellen, Fanshops, Onlineshop und so weiter. Svenja und wir gehen wie gewohnt nicht aus der Sendung, bevor wir nicht nochmal über den erwarteten Spielverlauf gesprochen haben und bevor wir einen Tipp abgegeben haben. Also, ich gebe das Mikrofon an dich als erstes ab, weil letztes Mal bin ich vorgeprescht. Was glaubst du, was wird es für ein Spiel gegen die Badener und wie geht das Spiel aus? Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel, ein richtig enges Spiel. Ich glaube, wir werden uns nichts schenken gegenseitig. Ich tippe ein 1-0, also wir werden kein Gegentor kriegen und werden aber einen Treffer zur Erlösung erzielen. Also 1-0 mein Tipp. Am Samstag Heimsieg gegen den KSC und damit wäre es der 3. Heimsieg übrigens in dieser Saison und die Statistik würde ein bisschen besser aussehen. Ne? Fände ich gut, ja. Dann mache ich jetzt heute mal den Euphorie-Onkel. Ich sage, ja, es wird ein ekliges Spiel, aber es wird ein ähnlicher Brückentag wie in der letzten Saison. Wir hauen richtig einen raus und es wird ein 3-0 für den VfL Osnabrück. Die Torschützen sage ich jetzt nicht, so weit will ich mich nicht vorwagen, aber ich gehe einfach mal ganz
selbstbewusst voran und sagt, das wird mal wieder ein Spiel mit vielen Toren. Vielleicht ja wieder Christian Santos, vielleicht spielt er ja am Wochenende, vielleicht ist er wieder fit. Wir wissen es noch nicht, warten wir ab. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir alles soweit Wichtige übergebracht und euch nochmal auf den neuesten Stand gebracht vor dem Brückentag gegen den KSC. Das soll es gewesen sein für den Moment. Svenja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja, für euch ein gutes Spiel gleich und natürlich 3 Punkte für den VfL. Macht's gut. Ciao. Bye. Samu, lass uns vor dem Dreh den Text nochmal zusammen durchgehen. Du sagst bitte, individuell planbar, hochwertig, Top-Qualität, 5 Jahre Garantie und der Sitzauszugs-Bequemlichkeitsfaktor. Auszugs-Bequemlichkeitsfaktor? Fast. Bequemlichkeitsfaktor. Ich könnte es ablesen, aber dann wäre ich nicht zu sehen. Samu, das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Möbel für mich gemacht. Ah, Bequemlichkeitsfaktor.